War ein Tag wie jeder andere. In meiner Detektei war nicht viel los, also schaute ich durch das Fenster auf die Straße. Vor dem Fenster ging ein verschwitzter älterer Mann mit ziemlich kurzen Haaren. Er zog das linke Bein nach. Entschuldigung, er zog beide Beine nach. Vor meines Fensters blieb er stehen und winkte mir zu. Das war ein Fehler, denn in diesem Moment wurde er von einem rumänischen Sattelschlepper überfahren. Ich glaube, von mir entfernt, in Uganda ein Missionar aus Stuttgart von einem Pavian vergewaltigt. Das kann doch nicht sein! Daddy, okay, das ist Hollywood. Ja, ist Hollywood. Wir haben richtig Kohle. Das ist richtig. Ihr wird beim Bart. Es ist die Mario Bart Super Show. Wo ist denn der Teleprompter? Also wir haben wo wurde immer so. Und meine Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich. Jetzt steht er kurz. Ich freue mich wirklich sehr. Weiter. Wir haben heute folgende Themen. Aber nicht hier den. Ist eine Creme. Es tut so weh. Die goldene Pfeffermühle geht dieses Jahr an. Wollen wir loslegen? Ja. Seid ihr bereit? Los. Ich bin unbezahlt. Unterschätzt. 1, 2, 3, 4. Meine Damen und Herren, Mirko Neustadt ist natürlich heute zu Gast. Ich habe schreckliche Angst nachts. Wie beschützt du mich? Kandidat Nummer 3. Es ist mein Geburtstag. Was schenkst du mir? Deinem Gast aus Germany's Next Topfmodell, übersetzt von Mirko in die Gebärdensprache. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist Chantal Schöneberger aus... Hallo. Hallo. Sie kommen aus Titisee Neustadt. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich bin ich gebürtige Darmstädterin. Da möchte ich mich natürlich in aller Form entschuldigen. Und zumindest, warum haben Sie dann zumindest auf uns Fernsehzuschauer in der Sendung immer diesen bumsfidelen Eindruck gemacht? Man hat uns unter Androhung der schlimmsten Strafen dazu gezwungen, fröhlich zu sein, obwohl uns allen nur zum Weinen zumute war. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt dazu entschlossen, Komparatistik im Nebenfach Germanistik zu studieren. Warum denn nicht Sinologie, Frau Schöneberger? Sinologie war besetzt, da brauchte man einen Numerus Clausus. Okay. Klaus! Das heißt, Ihre doch so hoffnungsvolle Modelkarriere ist abgehakt. Schnee von gestern. Ich möchte mal sagen, ich habe da einen Strich unter diese Rechnung gezogen und habe gesagt, bis hier und keinen Schritt weiter. Und wenn ich abschließend etwas Versöhnliches sagen darf, jemand... Herzlich willkommen bei Beherzt Kochen auf RTL. Heute mit Mirko. Guten Abend. Ah, jetzt machst du Mirko. Das ist hallo. Ach so, ich esse falsch. Sorry, excuse. Es ist einfach nicht der Gedanke. Ist nur Illusion. Ja. So, ich bin sehr gespannt, welches Rezept Sie mitgebracht haben. Ich war in der ganzen Welt unterwegs und habe nicht irgendeinen Quatsch mitgebracht, sondern sehr besondere Weintrauben. Ich probiere einmal. Sie lieben Gott.
Bananen? Oh, Banane nicht so sehr, aber... Warum sind wir nicht genug? Ich stelle auch keine Banane für diese Sache, die ich heute machen werde. Aber Sie können ja mal probieren, oder? Oh, geht gut, ja? Ja, geht gut. Weitere, ich möchte natürlich jetzt zum Punkt kommen. Ich mache heute Currywurst auf kanadischem Lachs mit Pommes ohne Mayo. Ja, da freuen wir uns. Heißt, okay. Nehmen Sie. Nehmen Sie ruhig zwei Eier. Wieso nehmen wir zwei Eier? Gut, die Eier zeigen wir. Machen nehmen Magic. Sie da, Magic. Ja, wir brauchen ein bisschen Cornflake. Ja. Das ist international. Jeder nimmt Cornflake. Ja, und Mehl natürlich auch. Wieso Mehl? Ich nehme kein Mehl. Ich probiere gerne. Ich weiß, wie Mehl schmeckt, aber hier probieren Sie nur. Ja, ist gut. Vampirjäger Dr. van Hirnström schaut grimmig, kratzt sich wild entschlossen die Hoden und grunzt. Okay. Glücklicherweise ist ein Fahrstuhl in den Fels eingelassen, dessen Tür sich gerade öffnet. Leider passt Gisela das Pferd nicht mit hinein. Hau ab! Und so. Du bist auch nicht wieder alleine den Fahrstuhl. Im Innenhof des Schlosses treffen sie sich wieder. Hallöchen! Da wird aber auch Zeit! Ja, toll. Mann! Sie haben Ungeziefer? Das trifft dich gut, denn ich vertilge Ungeziefer persönlich. Spezialität? Ratten. Also ich vertilge die nicht so, wie Sie glauben, gnädige Frau. Aha. Haben Sie was gegen Ratten? Na Ratten, diese ganz kleinen Dinger mit diesen großen, fiesen, ekligen Schneidezähnen. Rattenvorsorgeuntersuchung. Reine Routinekontrolle. Ich darf mal eben. Halten Sie sich fest! Die hundsgemeine Riesensackratte. Ist Ihnen alles zu brutal? Naja gut, dann machen wir es auf die samte Tour. Musiktherapie. So, jetzt. Rattenfänger. Mirko, bitte sehr, das kannst du gleich behalten. Und ihr denkt euch jetzt einfach Dinge aus, die man damit machen kann. So. Vorne hinten 6, hinten oben 7. Sind wir schon da? Wir müssen erst auftauchen. Ach, ist jetzt nicht. Jawohl, Herr Kaloy. Ich kann sie mal ein Stück hochdrehen. Begrüßen Sie mit mir Edward Simeoni in seine Zauberflöte. Bing, bing, bing.
Heißt der normales Wasser oder ist es so ein Haarfestiger oder so? Nee, das ist Wodka Lemon. Mirko. Ja. Ist der Name noch der gleiche? Ja. Wir haben dran gebastelt, aber es ist leider immer noch so, ja. Hört, du willst deinen Urlaub in den USA verbringen. Hat man da nicht irgendwie Angst vor Gewalt? Ich habe mir auch ein Skateboard geschnitzt, mit dem ich auch nach Holland fahren werde. Zwischendurch. Ja. Sonst, mir passiert nichts. Ich hab ja, bin ja immer noch fit und alles drum und dran. Und ich glaube nicht, dass mir was passieren kann. Ich sehe, dass Pamela mich trifft irgendwie. Und ja, ich. Das ist gerade passiert. Ein großartiges Geräusch. Mach bitte für mich noch einmal dieses Geräusch mit dem Fadenkreuz im U-Boot. Doch, bitte, das ist mein Lieblingsgeräusch. Ja, gut, das Fadenkreuz im U-Boot.